Herzlich willkommen, ein fröhliches Huch. Moin zu einer neuen Runde Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich habe mich hier ein wenig umgesehen und hab mein Unwesen getrieben, habe versucht, diese Stelle da zu aktivieren. Weil das ja einmal. Navi hatte man da drauf. Da, schon wieder. Ich habe mittlerweile auch die Melodie. Ups, kennengelernt. Das ist hier. Ich habe einfach mein altes Video nochmal angeguckt. Das war die Feuer. Vogelscheuchenpolka. Aber sie funktioniert hier nicht. Ich weiß nicht warum. Ich gehe mich nochmal woanders umschauen. Ich habe da noch eine Idee. Eine letzte sonst noch. Hier links kommen wir ja leider nicht hoch. Das heißt, wir müssen hier rechts schon weiter. Zwei Fackeln haben wir bisher. Das heißt, es fehlen noch zwei. Okay. Und es muss mit dem Raum des, es muss mit diesem verdrehten Raum zu tun haben. Und dem Auge, was wir benutzt haben, um den Raum zu verdrehen. Ja, nein. Hier, frisst das. So. Das heißt, wir müssen da nochmal hoch. Ich werde einfach nochmal das Auge abschießen. Vielleicht geht das dann. Ich will auch mal weiterkommen. So. Hallo? Oh. War ein bisschen knapp. So. Das hätten wir dann hoch. Ich glaube, ich muss hier wieder hoch. Was anderes kann ich mir da ja nicht drunter vorstellen. Wenn ich jetzt noch wüsste, was ich da eigentlich soll. Warte mal. Achso. Hä? Ah. Habe ich mich jetzt verlaufen? Achso. Hier. Gut. Habe ich das Auge da eigentlich schon benutzt? Ja. Ah. Gut. Nach droben, bitte. Ich möchte auch mal wieder rauskommen aus diesem Tempel. Ich bin immerhin schon zwei Folgen hier drin. Das kann manchmal echt ein bisschen länger dauern. Weil das für mich... Naja, es ist nicht neu, aber es ist wieder neu. Hallo? Ah, es funktioniert tatsächlich. Zugegeben, damit hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Boah, dieser Raum. Gut, die Kiste hat mir ja schon aufgemacht. Hoppala. Das Ding hier haben wir auch. Ob hier vielleicht noch irgendwo eine Tür war, wo man durch muss? Ich weiß es nicht mehr. Da schon mal nicht. Und nun Test. Hier war ich auch schon. So, Pfeile voll, Herzen müssen wir noch. Ich hätte ja gern diesen Master-Schwung, hätte ich gern. Master-Schwert-Schwung, wie in A Link to the Past. Das wäre echt nett. Wo sind wir jetzt? Oh. Heppa! Oh. War ich hier schon mal? Hallo? Ja, Link, das, Hoppa! Hallo? Na, eben noch ein für Mutti, so! Watch out! Ach, da ist eine Tür. Hab ich den übersehen? Hab ich den Raum ganz blöd übersehen letztes Mal? Kann das sein? Oder war das Absicht, um den Schlüssel zu holen? Okay. Ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. Ha, so schnell bin ich doch gar nicht. Mann, bin ich wieder gut heute. Yo, jetzt sehe ich gar nicht mehr durch.
hier noch irgendwas drin in diesem Raum? Nö, sieht nicht so aus. Es ist ein einfaches... Nein, es ist kein einfaches, aber es ist einfach nur ein Labyrinth. So. Watch out! Hoppa! Hallo? Ja gut, denn nicht. So, und jetzt? Jetzt kann ich da unten durchfallen. Na, wer wollte denn da gerade zu mir kommen? Ach, die Geschichte. Kommen mir nicht auch manchmal die Hände von oben? Die Hände. Ach, hör auf. Jetzt bin ich hier. Warte mal. Jetzt will ich mal wissen, ob da jetzt vielleicht doch der Vogelscheuchenmann kommt. Nicht. Aber warum dieses... Warum das hier? Ich versuche das noch einmal. Ich darf nicht zu schnell drehen. Hä? Ach, vielleicht doch der hier. Mann. Bin zu nervös. Habe ich da vorhin vielleicht das Falsche genommen? Das kann auch nicht sein. Da, 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 da. Also ich weiß es jetzt nicht mehr, warum die Navi da grün wird. Boah, ich bin echt schon eingerostet, was das Spiel angeht. Listen! Ich wollte das selber angucken. Die Decke fällt herab. Ja, ich weiß, ich weiß. Da hinten muss ein schwarzes Feld sein. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Bitte, bitte, bitte. Oh. War der Falsche. Oh. Warum nicht kein Zeitschalter? Ja, wenn ich jetzt noch wüsste. Hey, nur warte mal, ich will da drüben schnell hin. Pfeile. So. Moment mal. Seht ihr die Schatten? Ach, das war dieses Zeitspiel, ne? Hm, das mag ich ja. Okay, aber die sind ja gar nicht alle... Nicht draufklettern, Ding. Da stimmt einer nicht. Ah, diese verdammten... Kann ich den eigentlich auch ziehen? Hallo? Es kommt schon. Noch ein... So, den schaffen wir auch noch. Den schaffen wir noch. Nein, ich habe einen zu weit geschoben. Nein. Hat wie gemein. Ich hab's doch fast. Nein. Ah. Oh. Darf ich noch mal? Willst du mich verarschen? Oh. Ja, das ist ja jetzt echt blöd.
Obwohl, das geht noch. Gibt's ja eigentlich... ob das vielleicht ein Trick ist oder so? Beim zweiten Mal kriegt man weniger als beim ersten Mal. Oder beim ersten Mal kriegst du ein Herzteil. Oder kriegst ein Superschwert. Kriegst das Elfenschwert aus Majora's Mask, wenn du schaffst, das beim ersten Mal... Okay, ich habe zu viel geträumt. Könnte ja sein. Was weiß ich. Wow. Hey, hey, hey. Vorsichtig, Kleiner. Guck mal, ich hab was für dich. Tschüss. Noch ein für Mutti. Na los. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Hallo? Jetzt aber, ne? Auch nicht. Kann es sein, dass wenn er so flieht und nach hinten weggeht, dass ich ihn dann auch zweimal treffen kann? Tschüss. Okay, der dritte. Wäre doch gelacht. Jetzt weiß ich gar nicht, seit wann ich aufgenommen habe. Wie immer eben. So. Was haben wir denn hier? Watch out! Ah, hier oben. Hä? Na gut, er will kämpfen. Ha! Finde den richtigen. Da, 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 da. Betty, eine der Irrlichtschwestern. Wenn du sie auf sich. Wenn sie sich aufteilt, musst du herausfinden, welche die echte ist. Wer ist damit? Hallo? Da, 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 da. Ich mag die Musik so. Hallo? Natürlich. Hab dich. Und tschüss. Habt ihr gesehen? Sie hat eine extra Bewegung gemacht. Kleiner Trick. Da, 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 da. Da, 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 da. Da haben wir sie. Immer diejenige, die welche eine extra Bewegung macht, ist die echte. Also, ja. Ja, genau. Ba, 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 ba. Tschüss. Ba, ba, ba. Und bei den Unechten kriegt man dann Pfeile zurück. Ba, ba, ba. Hab ich gesehen. Und tschüss, Mädchen. Hallo? Hallo? Nein, du nicht. Du bist es. Da-da-da-da-da-da-da. Ich will die Pfeile haben. Wir haben jedenfalls den Fahrstuhl reaktiviert. Sehr schön. Wo sind die Pfeile? Kann ich eigentlich unterwegs mal speichern? Und wenn ich euch jetzt sage, dass gerade mein Telefon geklingelt hat, ich gerade mal gucken, wo... sichern? Ja. Nein, schon wieder nicht. Ah, ja. So, Sekunde. Muss man gerade auf mein Telefon gucken. Tja, da, 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 da. So, dann gehen wir mal rein. Ja. Okay. Ach, die Geschichte. Drüben ist der große Schlüssel, das große Schlüsselloch. Hallo? Was? Wie? Hallo? Ah, okay.
Hä? Kann ich nochmal schieben? Ich will bis zur Kiste. Wenn ich irgendwo eine Skulptula vergessen haben sollte... Wo? Hätte ich wirklich keine Idee, wo? Oh. Warum frage ich überhaupt? Na? Grüße. Geld. Wow, Pfeile. Wo denn? So viel zu den Skulpturas. Habe ich jetzt alle? Kann ich das auf der Karte sehen? Tatsache, das Skulptura-Symbol verrät, hier ist nichts mehr. So, jetzt muss ich natürlich noch weiterdrehen. Ich habe den Schalter noch nicht umgelegt. Na, Nein, noch ein. Was passiert jetzt? Ich jetzt noch wüsste, welches das war. Könnt ihr mal so rumschieben. Ach, das ist ja noch ein Hebel. Schalter, Knopf, Drücker. Schwer verwirrt. Diesen Raum habe ich noch nie so ganz verstanden. Schon, wie er funktioniert, ja, aber... Aber... Das war's dann auch. Hier ist noch einer. Nee, jetzt ist vorbei, jetzt sehe ich nicht mehr durch. Ich drehe einfach mal weiter, wahrscheinlich... Schaffen wir es dann irgendwie? Nee, das ist ja jetzt wieder unten. Ach, da ist ja noch einer. Okay. Ich sag ja, ich sehe nicht durch. Sehr gut. Los geht's, Link. Auf zum Finale. Wird auch mal Zeit. So langsam ist die Musik so ein bisschen... Null, weißt du Bescheid. Aber schöne Halle. Na ja, gut, ist halt ein Dach. Hallo? So. Rein geht's. Was für ein komischer Raum. Das Triforce am Boden. Ich fand das total gruselig, als ich das erste Mal drin war. Die Musik ist sowieso... sehr, sehr atmosphärisch. Habe ich irgendwas falsch gemacht?
Die sehen ja nur wirklich alle gleich aus. Und das da ist das einzig Beleuchtete? Nee. Ich versuche mal Unterschiede zu sehen. Aber ich sehe noch keinen Unterschied. Warte mal. Und wenn ich da einmal drauf schieße? Nein. Kann ich wieder gehen? Oh, Schauer läuft mir über den Rücken. Was? Warum? Ganondorf? Hier? Nein, du bist nicht Ganondorf. Oh. Oh, du hast eine bessere Frisur. Reiten ist Unheil. Phantom Ganon. Ha! Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich werde mich ganz schön anstellen. Das war's schon. Na los, komm schon. Ich glaube, das wird noch besser. Manchmal sieht es so aus, als würde er auf zwei Richtungen kommen. Und heppa! Hä? Oh. Hä, das war's schon? Hey, ich war noch nicht so weit. Wow. Mist. Ich dachte, ich könnte öfter angreifen. Phantom Ganon, greif dich an. Das Reiten Unheil des Waldtempels. Ziele mit Pfeilen auf ihn, wenn er aus dem Bild herauskommt. Hab ich schon. Schlage seine magischen Feuerbälle mit dem Schwert zurück und attackiere ihn, wenn er am Boden liegt. Mache ich. Und. Ein für Mutti. So. Na, das ging doch schon mal ganz gut. Ach komm schon. Ich war doch gar nicht mal so gut. Ach. Oh, voll auf die Nase. Ich hätte bei Abstand nehmen sollen. Toll. Naja, hör auf zu lachen, komm. Das war's mit dir. Zurück, wo du hergehörst. Hingehört. Na, wie auch immer. Du hast dich tapfer geschlagen. Es scheint, dass du viel gelernt hast. Jedoch. Na, du hast nur mein Phantom besiegt. Trittst du meinem wahren Ich gegenüber. Ich werde die reitende Kreatur nun in den Hades verbannen. Denn sie. Hat einen viel zu kleinen Text gehabt.
So, genug gelacht. Wir werden uns noch wiedersehen, Ganondorf. Doch dein Phantom, der ist mir das Zeitliche gesegnet. Belohnung? Belohnung! Ein Herzcontainer! I love it! So, dann können wir hier auch zurück. Skulpturen sind alle weg. Tempel ist befreit. Herzcontainer geschafft. Phantommusik. Alles gut. Halle der Weisen. Kurios, dass ich jetzt in dem Kristall bin. Wenn ihr euch vielleicht an A Link to the Past erinnert, da waren das immer die sieben Weisen, in denen Kristallen waren. Danke. Dank deiner Hilfe wurde ich in den Kreis der Weisen aufgenommen. Nun bin ich die Weise des Waldtempels. Ich habe stets gewusst, dass du zu Hören berufen bist. Ich hege große Gefühle für dich, ja. Doch es ist Bestimmung, dass wir verschiedene Wege gehen. Du und ich, wir können nicht in derselben Welt leben. Ich werde dich als Weise des Waldes stets unterstützen. Nimm dieses Amulett an dich. Ich halte auch die Hände hoch dafür. Das Amulett des Waldes. Salia gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt die ihre Macht. Kraft. Wie auch immer. Ich werde immer deine Freundin sein. Och. Nanu? Was ist das denn? Hä? Schön gesehen. Alles klar. Sei gegrüßt. Ich bin der Spross des Dekobaumes. Weil du und Salia den Fluch vom Waldtempel genommen haben, kann ich wachsen und sprießen. Hab Dank. Hast du deine alten Freunde wiedergesehen? Wahrscheinlich wird dich von ihnen niemand mehr wiedererkennen. Das liegt daran, dass Kokiri niemals altern. Die vergangenen Jahre gingen an ihnen spurlos vorüber. Sicher fragst du dich, warum du gealtert bist. Nun, du hast es sicher schon geahnt, du bist kein Kokiri, du bist ein Hylianer. Ich bin froh, dir dieses Geheimnis endlich offenbart zu haben. Der alte Dekobaum ist jetzt der neue Dekobaum. Oh. Vor langer Zeit fand in Hyrule ein Krieg statt, der nahezu eine halbe Dekade andauerte. 5 Jahre? Um diesen Krieg zu entkommen, gab eine junge hylianische Mutter ihr Baby in die Obhut des Waldes. Als sich das Leben der Mutter dem Ende zuneigte, vertraute sie es dem Dekobaum an. Der Dekobaum ahnte bereits, dass es sich bei dem Baby um ein Kind des Schicksals handelte. Die Kokiri zogen das Kind auf und es lebte dort bis zu jenem Tag, da sich die Prophezeiung erfüllte. Irgendwie ging der Text gerade relativ schnell. Du bist Hylianer. Es war immer deine Bestimmung, den Wald zu verlassen. Dein Schicksal. Nun, es hat sich endlich erfüllt. Du weißt, was du zu tun hast. Du musst Hyrule vor dem Untergang bewahren. So sei es, Phagis. Befreie die Tempel von ihren Flüchen und sorge für Frieden in Hyrule. Alles klar. Danke, neuer alter Dekobaum. Bam, 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 bam. Ich weiß, wo ich lang muss. Bam, 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 bam. Die Folge ist gleich Schluss, ja.
muss doch bald wieder arbeiten, drum muss ich offline. Unter der Woche kann ich nicht so lang on sein. Wow. Wer bist du? Es kommt mir vor, als würde ich dich schon seit Jahren kennen. Ich möchte gerne den Stinkstiefel nochmal sehen, der hinten am Waldausgang wartet. Nee, warte, der war doch im Wald. Ne, genau. Dum-dum-dum-dum-dum. Wo muss ich dann lang hier? Frage ist, ich frage mich, ob er jemals zurückkehrt. Ja, moin, ne? Ich, komm. Ja, das war es, glaube ich, soweit mit dieser Folge. Ich schaue nochmal hier drüben. Aber ich glaube, hier kommt auch nichts. Bevor wir uns nach draußen wagen, das nächste Getümmel, ich weiß schon genau, wo es hingehen wird, würde ich sagen, sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich sage erstmal tschüss, bis dahin.